Dieser Yum-Yum-Salat ist gesünder, als man denkt, denn wir haben nicht wirklich Yum-Yums verwendet, stellen nämlich unsere eigene Marinade her aus eigenen Gewürzen und verwenden Yum-Yum-ähnliche Nudeln, die man gut beim Asiaten kaufen kann. Wenn ihr wissen möchtet, was noch so alles in dem Salat kommt, dann bleibt dran, denn er ist nämlich super für Partys, aber auch einfach so, wenn man mal einen anderen Salat essen möchte. Wir kümmern uns als erstes um das Wichtigste, die Marinade. Dafür benötigen wir 8 Esslöffel Öl, neutrales Öl. Ich verwende Sonnenblumenöl. Ihr könnt aber auch Maiskeimöl verwenden oder Rapsöl. Zu dem Öl kommen 3 Esslöffel Essig hinzu. Ich verwende meinen Apfelessig. Ihr könnt aber auch Reisessig verwenden, Weißweinessig, einen Essig, den ihr da habt und gerne mögt. Ein bisschen frischer Ingwer darf nicht fehlen, frisch gerieben. Ungefähr einen halben Teelöffel. 2 in Ringe geschnittene Jungzwiebeln. Salz und Pfeffer darf nicht fehlen, einfach nach Gefühl. Eine Prise Zucker, das war ungefähr 1/4 Teelöffel, 1 Teelöffel Gemüsebrühe, 1,5 Teelöffel getrockneter Thai-Basilikum und wenn ihr habt, 1 Teelöffel getrocknete asiatische Kräuter, das wären Petersilie, Zitronengras, grüner Pfeffer, Koriander, Ingwer, Chili, Kurkuma, aber die könnt ihr auch weglassen, wenn ihr sie nicht habt. Nun einmal umrühren. Und 2 Esslöffel Wasser noch hinzugeben. Mein Wasser ist lauwarm, aber das ist egal, ob lauwarm oder kalt. Weiter geht es mit 100 Gramm von diesen asiatischen Nudeln. Die könnt ihr entweder im asiatischen Supermarkt kaufen. Achtet darauf, dass es so Schnellkochnudeln sind. Oder ihr könnt Yum-Yum-Nudeln verwenden, je nachdem, was ihr lieber habt und was ihr da habt. Ihr müsst noch darauf achten, wenn ihr das Gericht vegan haben wollt, dass es welche gibt mit Ei und welche ohne Ei. Aber das seht ihr dann auch auf der Packung. 100 Gramm brauchen wir insgesamt und diese bröselt ihr in die Marinade hinein. Die Nudeln bekommt man nicht nur beim Asiaten, sondern auch in jedem größeren Supermarkt. Kann man sie sehr gut erwerben und kaufen. Sind eure asiatischen Nudeln in der Marinade, rührt ihr einmal kurz nochmal um. Und lasst sie dann für ungefähr 20 bis 30 Minuten darin ziehen. Sie soll noch knusprig bleiben, aber einfach ein bisschen von der Marinade aufgesogen haben. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal eure Karotten und euren Eissalat vorbereiten. Nach der Ziehzeit kommen die Karotten hinzu. Ich habe meine Karotten 2 Stück geschält und dann mit einem Julienne-Schäler so bearbeitet, dass es Streifen sind. Finde ich schöner, als wenn man Stücke hat. Und ein kleiner Eisbergsalat, einfach so in mundgerechte Stücke geschnitten. Wir werden nun alles miteinander vermischen und dann nochmal abschmecken. Da die Nudeln sehr viel von der Marinade aufgesogen haben, geben wir noch etwas Öl hinzu. Ungefähr 2 Esslöffel. Einen halben Esslöffel Apfelessig oder einen anderen Essig. Etwas Salz. Eine mini kleine Prise Zucker und auch etwas Pfeffer. Alles nochmal gut umrühren und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, noch ein paar geröstete Mandelstifte und geröstete Sonnenblumenkerne hinzugeben. Die Sonnenblumenkerne und Mandelstifte werden in einer Pfanne angeröstet, bis sie so ein bisschen goldbraun sind. Sie dürfen euch nicht verbrennen, ohne Öl, weil sie das Öl nicht nötig haben. Und angeröstet sind sie einfach aromatischer. Ihr könnt sie aber auch unangeröstet hinzugeben. Ich verwende ungefähr 50 Gramm Mandelstifte und 50 Gramm Sonnenblumenkerne. Ihr könnt auch mehr oder weniger verwenden. Auch die mischen wir nochmal unter, denn sie haben neben den Nudeln auch einen tollen Crunch-Effekt. Und dann könnt ihr entweder schon servieren oder den Salat noch kühl stellen. Ich wünsche euch sehr viel Freude beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Tschüss!